MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 15 Karrieremodus. Und ich mag keinen Regen, wir lassen mal auf bewölkt. Und ja, ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Das macht mich sehr, sehr froh, wenn ihr hier das Däumchen da lasst. So, wir probieren es hier nochmal mit einer Flanke in die Mitte. Pam, okay. Ich weiß nicht, wie viele Punkte man hier sammeln kann. Maximal, aber die Scheibe in der Mitte wird jetzt nicht mehr da sein. Oh, fast den Mann in der Mitte getroffen. Man braucht natürlich gutes Timing. Ah, schon wieder den verfehlt. Pass mal auf. Immer wieder. Nee, das war echt komisch, dass ich da immer denselben Mann verfehle, obwohl ich eigentlich ganz woanders hinziehen wollte. Okay, also Daumen nach oben, das macht mich froh. Und wir gehen jetzt hier direkt in den Anstoß gegen Mainz. Und ich habe eben getestet, die Skills. Und oh fuck, geht's gleich mal mit 1-0 fast los für Mainz. Ich weiß nicht, irgendwas muss da nicht so funktioniert haben. Ich konnte die offline in der Arena testen und da lief es. So, also das sah gut aus. Hat funktioniert. Oh nein, da habe ich ihn leider mit dem Ball verloren. Okay, dran geblieben. FSV. Okay. Super. Philipp Lahm am Ball. Ein Robben. Gut, also das klappt schon mal. Und der Ball kommt nicht an. Shaqiri. Ja, ah. Ah, oh, nee. Schade. Nee, sag bloß nicht, dass Lewandowski die noch verletzt hat. Das wäre es ja noch. Ah, oh, Mann. Da sind wir zweimal am Ball dran und kriegen ihn nicht. Jungs, was ist das? Direkte Vorlage gewesen. Boah. Kann doch nicht euer Ernst sein. Legt doch nicht den Ball da ständig vor, Kumpel. Okay, jetzt ganz geschlossen und gezielt auftreten. Also die Pässe gehen echt ganz komisch gerade. Ich kann mich gar nicht darauf konzentrieren, was ich hier machen will, weil die Pässe gerade ganz woanders hingehen. Was ist denn das? Okay, jetzt aber, komm, Arjen Robben, zieh ein bisschen. Hast ein bisschen Platz. Okay. Und Thomas Müller verliert sofort den Ball. Kann ihn gar nicht erst annehmen. Also nach vorne funktioniert nichts. Mainz macht das hier zu Hause richtig gut. Schön. Oh, es gibt's ja nicht, der grätscht doch da in der Gegend herum. Boom! Da ein schöner Schuss aus der zweiten Reihe von Bastian Schweinsteiger. Gut. Okay. Gehen wir das jetzt hier noch schön hin? Da irgendwie noch ein Tor zu schießen. 28 Minuten sind nämlich schon um. Und Mainz und wir trennen uns hier gerade mit nichts vom Ball. Und vom Tor. Auch nicht. Jawohl. Ah, im Strafraum ist das auch schwierig. Beziehungsweise im 5-Meter-Raum ist es richtig schwierig, sich dagegen den Torhüter durchzusetzen. Okay. So, okay, okay. Shaqiri kriegt da erstmal Doppelgrätsche, aber der Schiedsrichter sagt, da ist nichts gewesen, das haben die alles ganz sauber gemacht. Na gut. Wenn das alles sauber ist, super. Oh, scheiße, ey.
so gut abgelegt, aber der Torwart, wer ist denn da am Tor nochmal? Mensch, wie heißt der denn, wenn ich da gleich drauf komme? Stark abgelegt und der Palm abgewehrt. Gut pariert. Richtig stark. Ribéry. Oh! War das der eigene Mann dazwischen? Oder gibt es jetzt hier Ecke für uns? Okay, es gibt Ecke. Ribéry. Oh. Spielt den Ball da in die Mitte, aber ich habe, glaube ich, in FIFA 15 so selten Kopfballtore gemacht. FIFA 14 waren sie zu oft. FIFA 15 fast gar nicht. Also, schwierig irgendwie. Und wir lassen ihn da einfach zum Schuss kommen. Ich glaube, vier Mann haben sich versucht, um ihn zu kümmern. Aber den Ball hat keiner gekriegt. Also ich bin gerade noch ein bisschen geflasht. Mainz zu Hause spielt richtig stark. Na, zu Hause ist es auch echt, also für die Gegner ist es echt sehr, sehr, sehr vorteilhaft, ne? Da müssen wir schon ein bisschen mehr geben. Vielleicht mal ein bisschen offensiver jetzt gehen. Okay, gut, dass der Pass fast ankommt. Okay. Ja, kommt leider nicht an. Kommt nichts an. Es ist echt schwierig heute. Sehr, sehr schwierig. Mainz spielt sehr, sehr gut zu Hause. Das ist natürlich, ja, klasse. Ob es tatsächlich so einen Heimmodifikator sozusagen gibt, also, dass Mannschaften besonders gut zu Hause spielen oder so, das würde mich mal interessieren. Vielleicht gibt es da echt so ein bisschen Bonus. Als Heimmannschaft. Hä? Wie ist das Ding denn da reingegangen? Wie ging das denn? Wie ging das denn? Der Torwart hat sich gar nicht erst bewegt, weil er so sich ganz komisch abgesenkt hat und ich war einfach... Hä? Alter! Der Kleinste macht's mit dem Kopf. Und wer wie? Der Torhüter auch nur. Hä? Kommt die Flanke da an? Ja. Sehr schön. Aus dem Stand. Aus dem Stand. Kann er da nicht rankommen? Wieso bewegen sich die Torhüter da so ganz komisch bei diesen Kopfbällen? Ich habe schon so oft Tore gehabt, wo der Ball sich so abgesenkt hat und der Torhüter halt den nicht gesehen hat. Der so, pff, keine Ahnung. Ist nicht in meinem Gebiet. Weiß ich nicht, wo der ist hier. Achtung, also wir führen jetzt hier 1-0. Jungs, ihr müsst auch mal gucken. Ihr spielt zusammen. Schade. Komm. Achtung, stillgestanden. Franck Ribéry. Okay. Alaba, geh wieder auf deine Position. Oh, jetzt kommen sie da über die Außen. Den Ball zurückgespielt. Schön. Philipp Lahm holt sich da die Pille. Okay, Freunde. Komm, 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 komm. Oh, da kommt Philipp Lahm nicht hinterher. Es ist keiner wirklich mit aufgerückt, obwohl wir schon auf Offensiv gestellt haben. Wir haben es schon auf Offensiv gestellt, aber keiner will wirklich mit. Die Mannschaft ist müde. Die ist sehr träge. Wir müssen hier mal wechseln. Wir bringen mal herein. Wen bringen wir denn herein? Kann denn Januzaj vielleicht auch mal offensiver spielen? Also ZOM. Ein nur ein LM. Auch ZOM. Ja, okay, dann bringen wir mal Januzaj dahin. Schweinsteiger auch im Zentrum. Sehr müde. Rode bringen wir aber rein. Und vielleicht noch Memphis Depay. Auf der rechten Seite, aber Depay hat einen sehr schlechten, schwachen Fuß. Und das ist sein rechter Fuß, das ist sein starker. Ah, zum Flanken ist das gut. Wenn er also da über die Außen läuft und eine Flanke schlagen soll.
Okay, dran geblieben. Achtung. Bieten sich super gut an, die Mainzer. Schön. Und der Schiri sagt sofort faul. Wenn man nur einmal den B-Knopf benutzt, oder halt Kreis, ist sofort ein Foul. Das ist doch echt lächerlich. Es ist so durchgehend lächerlich. Du kannst ja echt nichts machen. Du kannst auch den Gegner anlaufen und schon foult angeblich der Spieler. Ah, das ist ein bisschen echt ärgerlich. Schön. Ah, das war abzusehen. Das war natürlich abzusehen. Schade. Okay, hier gegen Mainz. 1:0. Ist das jetzt hier das, was wir leisten wollten? Nein. Wir wollten mehr. Alter Schwede. Wirklich gut ist was anderes, ne? Die Mannschaft stellt sich so richtig dämlich an. Super. Der Ball jetzt hier für Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Scheiß Außennetz nur. Ach. Mist. Robert Lewandowski ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen enttäuscht. Schon etwas länger keine Tore mehr gemacht. Ich weiche jedem Gegner aus. Es ist unglaublich. Ich weiche jedem aus. Aber das in der Defensive. Kommt schon. Okay, Memphis Depay. Und er setzt das Ding rein. Wenn es einer kann, dann Memphis Depay. Sehr schön. Tanzt sich da schön durch die Mannschaft durch. Ja, der Verteidiger wollte da gar nicht so richtig raufgehen. War ein bisschen perplex, dass er da plötzlich so angerannt kam. Und dann macht Depay das Ding. Also Depay entwickelt sich bestimmt sehr gut bei uns. Sehr, sehr gut. Ah, auch fast wieder dran gewesen. Also was ist mein Problem? Warum kann ich die Bewegung der Gegner nicht vorausahnen? Warum kriege ich das nicht hin? Es ist oft so, ich sehe einen Gegner. Ich will auf ihn zulaufen, entscheide mich dann links oder rechts. Und der Gegenspieler ist in 99% der Fälle immer in die andere Richtung ausgewichen. Ich laufe an denen vorbei und so weiter und so fort. Und das macht halt sehr viel aus. Das macht sehr viele Verluste. Also was zum Beispiel Ballbesitz und so weiter anbelangt. Das ist halt sehr, sehr, sehr doof. So. Österreich. Blüht, danke. Gleich wieder ein Spiel gegen Mainz. Ihre Anfrage zu De Bruyne. 43 Milliarden Billion Trion. Ja, 43 Millionen. Wollen sie für Dings haben. FC Bayern weiterhin auf der Siegerstraße. Dritte Runde DFB-Pokal. Wir gegen Mainz noch einmal. Nochmal Mainz. Aber wir sind zu Hause diesmal. Wir sind diesmal zu Hause. Ja, stellen wir mal wieder Depay dahin. Oder ich mach das mal so. Wir wechseln Depay mit Shaqiri. Und Thiago, auch nicht so einer meiner liebsten Spieler. Icardi ist immer auf der Bank, aber so wirklich spielen. Ich bin einfach nicht so wirklich überzeugt von dem. Du lässt mir auch gar keine Chance. Ja. Das kommt wahrscheinlich noch da hinzu, ne? Martinez für Boateng, weil Boateng noch ein bisschen unfrisch ist. Damit die Verteidigung so ein bisschen frischer ist. Lewandowski macht auch nicht so den besten Eindruck im Moment. Ärgerlich alles. So, der wievielte ist denn heute? 23. Dezember. Na gut, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.